Und weiter geht's, meine Freunde. Treffen. Er würde mir alles übergeben. Er musste es. Ein Ertrinkender greift nach dem Strohhalm. Ja. Letztes Mal ist mir ja die Aufnahmen abgekackt. Jetzt sind wir hier wieder zurück, oder? Ja. Zurück. Schritt für Schritt. Fast unmerklich. Und deswegen fahren wir jetzt einfach nochmal den Berg runter. Der Fortlauf der Handlung führte mich tiefer und tiefer in dunkle Gewässer. Man hatte mir alles genommen. Barry war vermutlich eingesperrt. Ich war auf der Flucht vor dem FBI. Oh nein! Die ganze Welt war vom Dunkel übernommen und trachtete nach meinem Leben. Och nö. Alles fühlte sich real an, klang aber auch nach einer Geistesstörung. Jetzt schätze ich aber, oder? Ah ne, Glück gehabt. Auto ist Schrott. Nehme ich das andere. Hab ja noch eins zur Auswahl. Ja, wie gesagt, letztes Mal ist mir die Aufnahme abgekackt zum Schluss und dann hatte ich auch keine großartige Lust mehr, weil ich sauer war und musste auch noch die Aufnahme retten, das was ich gehabt habe. Deswegen gibt es jetzt eine neue Folge. Wir müssen halt... Ah, Kontrollpunkt erreicht. Habe ich jetzt schon nicht erreicht? Fahren. Nehmen wir das geländegängiges Fahrzeug. Also die Steuerung ist ein bisschen eingeschwammig. Ups. Aber was willst du machen? Oh. Da machst du nichts. Da vorne war... Ich hab was gesehen. Ich hab was gesehen. Und solange Tag ist, passiert auch nichts. Ich habe aber auch keine Waffen. Warum steht da mitten auf dem Felsen ein Stuhl? Also wenn das kein Hinweis ist... Eine Thermosflasche. Siehst du, habt ihr gewusst, ich habe was vergessen. Hätte was vergessen. Aber eine schöne Aussicht hat man von hier aus, also. Wenn es hier nicht so von gruseligen Gestalten wimmeln würde, würde ich mir ja ein Hauschen bauen. Holz hätte ich ja genug hier und da vorne liegt nur Holz. Kann man ein schönes Haus, Holzhaus bauen. Also oben geht's nicht weiter, mein Auto steht und schon ein bisschen scheppst. Ja, du atmest wieder schwer, ich weiß. So. Es ist auch ein bisschen schlecht animiert. Ich kann vorher den Motor starten. Also ich fahre los, bevor der Motor startet. Also wir müssen, glaube ich, doch hier unten entlang. Ups. Ja, meine Fahrkünste sind mal wieder bestechend. Neues Auto. Aber erstmal die Gegend untersuchen. Da gibt es wieder ein Radio. Ein bisschen Radio hören, habe ich gehört. Lass mir jetzt ein bisschen Radio hören. Hier spricht Batman und ihr hört KBFFM. Freunde, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch gestern diesen Song in Dauerschleife überlassen habe. Aber ich wurde aufgehalten. Wisst ihr, ich bin jemand vom FBI über den Weg gelaufen, dessen Finger förmlich am Abzug festklebte. Dem müsste man mal gute Manieren beibringen und in den Hintern treten. Und nicht unbedingt in der Reihenfolge. Ich weiß, das sind nur mal Infos und dafür entschuldige ich mich. Ich sollte vielleicht wirklich die Klappe halten, aber ich bin gerade so angesäuert. Denn ehrlich, ja, das ist richtig Menschen pisst. Sollten einfach keine Dienstmarke tragen. Ich bin auch froh, dass Sheriff Breaker da war, um die Dinge glatt zu bügeln. Und falls jemand zuhört, den ich gestern Abend getroffen habe, dann tut es mir leid, wenn sie mein Mundwerk in Schwierigkeiten gebracht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, Sie sind hier nicht der Böse. Alles Gute, Junge. Und ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Und nun zu etwas Erfreulicherem. Unser Gast den ganzen Morgen lang ist Dr. Nelson. Aber zuerst etwas Musik. Ja, er hat mich gemeint gehabt, also für die, wo es noch nicht klar ist. Dass er mich gemeint hat. Er hat mich gemeint. Da, aber er will mich auch nicht, also mich nicht in Bedrängnis bringen oder in Schwierigkeiten und so. Deswegen. Oh Leute, ich muss euch was erzählen. Ah, also gut zu hören. Es gibt eine richtig premium geile neue Serie. Die ist noch nicht im Fernsehen im Deutschen, aber ich habe schon die deutschen Folgen gesehen, also 7 Stück davon. Die, wo Iron Man, Thor, Hulk, den gibt's noch, Thor, Hulk, Iron Man, den komischen Bogenschützen, ja und auf jeden Fall die, wo die Marvel-Helden lieben, gibt's eine richtig geile neue Serie. Also, die heißt Agent of S.H.I.E.L.D. Da geht's um den, der bei dem der Avengers umgekommen ist, der wo diese, ah, Captain America, genau, klar, der wo diese Sammelkarten gesammelt hat, ist eigentlich gestorben. Und wenn ihr euch die Serie anguckt, werdet ihr eine kleine Überraschung feststellen.
Deswegen, es würde sich lohnen, wer es will, könnte auf manche Seiten, die ich euch, wenn ihr wollt, privat schreiben kann, könnt ihr euch diese Serie angucken. Die wird sich sehr, sehr lohnenswert. So. Kurz dazu, jetzt kurze Pause, dann erzähle ich weiter. So. Ja. Viel Radio hier. Willkommen zurück auf KBFFM. Hoffentlich hat euch das Lied gefallen. Doktor, Sie sprachen über das Leben und darüber, wie man jemand Besonderen findet, einen Seelenverwandten. Naja, Sie haben darüber gesprochen. Ich sagte, dass ich nicht daran glaube. Wissen Sie, das erstaunt mich, denn ich hielt Sie immer für einen hoffnungslosen Romantiker. Sie haben mich erwischt, Pat. Aber ich glaube, Liebe findet sich dort, wo man nach ihr sucht. Und es bedarf einer Menge Sucherei, so viel ist sicher. Aber die Vorstellung, dass dort draußen diese eine besondere Person auf einen wartet. Und wenn man die Chance verpasst, ist sie für immer weg und man bleibt auf ewig unvollständig. Ich meine, ist das nicht deprimierend? Hä, was hat das jetzt mit dem zu tun, was ich hier in der Story machen muss? Und scheinbar hat der Fischer für jede Situation ein Gleichnis parat. Aber ist das, was Sie sagen, nicht etwas drastisch? Nein, ich sage, dass die Hoffnung, eine solche Verbindung zu jemandem aufzubauen, nicht auf einen Zufallstreffer beschränkt ist. Inwiefern ist das drastisch? Naja, das ist ein tröstlicher Gedanke. Ich möchte gerne etwas Persönliches dazu sagen. Okay? Also, es ist nicht so, dass ich es zwangsläufig... Laber. Sie, aber ich kann das nicht in Einklang bringen mit dem, was ich fühle, oder was ich für jemand anderen gefühlt habe. Denn sie war die eine, wirklich. Und sie... Ich habe zugelassen, dass sie sich von mir entfernt. Vielleicht habe ich nicht hart genug daran gearbeitet, wer weiß, aber... Seit damals, und es ist lange her, aber seit damals hat es niemanden mehr gegeben. Niemanden wie sie. Und ich sage damit nicht, dass ich ihr nachhänge oder mich nicht davon gelöst habe. Ich mag mein Leben. Ich lebe nicht in der Vergangenheit, aber ich vermisse, dass sie mich vollständig hat. Mit dem Herzen kann man nicht diskutieren. Tut mir leid, Freunde. Ich habe gestern Abend etwas Beängstigendes erlebt. Und sagen wir mal so, das hat einiges in mir losgetreten. Ja, gut. Wenn ein FBI-Agent auf einen schießt, ohne Grund und Verstand, dann kann man ein bisschen deprimiert sein. Also ein bisschen schockiert sein. Deswegen. Aber back to the topic. Ich muss weiterfahren. Und, Agent of Shield, also da geht's nicht, das sind zwar nicht die Marvel-Helden drin, aber es geht um eine Gruppe, die versucht, die Abenteuer löst und solche Sachen. Nicht Abenteuer, ah doch, sie muss Abenteuer bestehen. Und Gefahren bekämpfen, die wohl nach dem Angriff auf New York entstanden sind. Bekämpfen. Also es ist für die, wo die Rangers geil fanden, finden die Serie Premium. Nein. Finden die Serie Premium. Also das verspreche ich euch, wenn ihr wissen wollt, wo ihr sie sehen könnt, schreibt mir. Könnt ihr mir privat schreiben und dann können wir ja mal gucken, ob man da was machen lässt. Weil die ist, wie gesagt, noch nicht im deutschen Fernsehen. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt jemals im deutschen Fernsehen geben wird. Deswegen. Und ist nicht ganz. Ah, da. Mort war enttäuscht, als er den Schreiber auf der Fähre ausspionierte. Sein Boss hatte Wake als etwas Besonderes dargestellt, aber Mort war nicht beeindruckt. Er hatte aber einen Blick auf die Frau geworfen und sie gefiel ihm wirklich. Mort hatte davon geträumt, Wake in einen Kampf zu verwickeln, doch das war nicht passiert. Aber er würde noch herausfinden, ob der Schmierfink was drauf hatte. Das hatte man Mort versprochen. Aha. Das war jetzt aber ein ziemlicher Sprung in die Zukunft. Es wird also bestimmt noch einen Kampf gegen diesen Motte geben. Also Mott. Nein, machen wir nur weh. Gut, dann geht's weiter. Autofahren, Autofahren auf der Autobahn. Blablabla. Ja, der pumpt wie ein Minecraft. Der müsste jetzt eine Kondition haben, so viele wie ich mit dem rumrenne. Nee, nö. Oh ja. Geht das? Schade, kriegt mich jetzt so. Oh, schon wieder eine Scheißbrücke. Bitch, voll Coal, Mann. Eine Kohlenmine. Ich war zu früh. Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen. Das Bergwerk lag still da. Das war jetzt der Notfall.